In musikalischer und melodischer Hinsicht haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind für die Menschen greifbarer geworden. Wir sind heute einfach stärkere Persönlichkeiten. Das merkt man auch an unseren Texten. Ich glaube, wir kommen jetzt noch besser an. Inzwischen wissen wir auch ein bisschen mehr darüber, wie man Platten aufnimmt. Wir haben viele seltsame Dinge ausprobiert, die wir uns früher nicht getraut hätten. So experimentieren Skunk und Nancy zum ersten Mal mit Streichern, benutzen Trip-Hop-Samples und lassen mehr elektronische Klänge zu. Zeitgemäß eben. Das Album tendiert mehr in Richtung Mainstream als ihr aufsehenerregendes Debüt. Dennoch strotzt Stoosh vor der Energie, die man von Skunk und Nancy gewohnt ist. Ich glaube, das Schöne an dem Album ist, dass es nicht eine Grundstimmung hat. Es spielt mit den verschiedensten Gemütslagen. Es ist einerseits aggressiv und verrückt, aber an anderen Stellen klingt es so, als ob du dich von einer Brücke stürzen willst. Das Album ist eine melancholische Rasierklinge. Oh, das ist eine tolle Umschreibung. Gut gebrüllt, Cass. Gern geschehen, Darling. Stoosh birgt Trauer, Freude, Hass, Liebe und Eifersucht in sich. Einfach alle Gefühle, die wir auch selbst spüren. Jam Word Rap. Prince Charles. Wanker! That was psychic. Dirty Old Man. FA Cup. Donkey. Hotelzimmer. Lonely. Good sex. Room service. Big bills. Monty Python. John Cleese. Not fucking funny. Really not fucking funny. He's not the Messiah, he's a very naughty boy. Jesus Christus. Superstar. I don't know who he is. Guilt. What was that? Because people always go, Jesus Christ, what was that? Demokratie. A scam. Fiction. Illusion. Donkey. Luxus. Luxury. Furs and pearls. Me. Bath oils. John Major. Top lip. Liar. If John Major's the answer, it was a stupid fucking question. Miserable. Jam. This is our backstage glamorous backstage dressing room area. Lots of flowers from Tracy Bonham. And of course, sound system. And loads of drinks and fruit. Paranoid, stupid, lame old fucks. Yeah, that's gonna fit on there perfect, I think. Rund um den Erdball wurde 1996 das große Jahr für Skunk und Nancy. Sie waren überall präsent, in TV-Shows, auf Festivals und auf ihrer ersten Tournee als Headliner durch Europa, Amerika und Australien. Die Hits von Paranoid und Sunburned waren auch in aller Ohren. Für viele war es erstaunlich, dass das Quartett im Oktober letzten Jahres schon mit einem Nachfolgealbum auftrumpfte. Wir haben den ganzen Sommer auf Festivals getourt. Das war die verrückteste und hektischste Phase unserer Karriere. Wir hatten teilweise zwei Flüge pro Tag. Aber wir wollten trotzdem ein neues Album aufnehmen. Fünf Wochen dauerten die Arbeiten an Stoosh. Mehr Zeit war auf dem Tourplan nicht drin. Den ganzen Mai verkrochen sich die vier in verschiedenen Studios am Rande von London. Man sagte uns, wenn das Album noch dieses Jahr erscheinen soll, müssten wir es in diesen fünf Wochen aufnehmen. Oder wir könnten uns so viel Zeit lassen, wie wir wollten. Und dann käme es halt erst im nächsten Jahr heraus. Aber wir hatten in zwei Jahren unsere Köpfe mit Ideen vollgestopft. Wir hatten bloß nie Zeit, sie aufzunehmen. Also nahmen wir die Fünf-Wochen-Option an, weil wir unbedingt das neue Album fertigbringen wollten. Und dann brach die Inspiration nur so aus uns heraus. Yes, something, anything, don't be like
Wir arbeiteten Tag und Nacht im Studio. Es war eine Tortur. Wir arbeiteten in verschiedenen Schichten. 24 Stunden pro Tag arbeiteten verschiedene Crews mit uns. Wir haben gleichzeitig in drei verschiedenen Studios aufgenommen. Wir sind fast umgekommen vor Stress. Stooge ist trotz des Zeitdrucks ein reifes Album geworden. Elegante Ohrwürmer, knackige Gitarrenriffs und eine unglaubliche Kompaktheit kennzeichnen auch das neueste Werk Skunk & Nancy's. Mit Stooge haben sie bewiesen, dass sie keine Eintagsfliege im Musikgeschäft sind. Stooge ist sehr spontan entstanden, das ist aber generell unsere Art. Wir haben eine Idee, machen einen Song daraus und nehmen ihn direkt auf. Die Aufnahme mag vielleicht nicht perfekt sein, aber dafür sind die Vibes noch da. Wir sind nicht die Band, die monatelang im Studio rumprobiert, bis sie die Seele eines Songs entdeckt. Wir wollen nicht 5 Monate in einem Studio eingesperrt sein, um ein Album zu machen. Wenn wir zu lange im Studio sind, werden wir verrückt. Wir nehmen unsere Songs einfach auf, wie sie aus uns rauskommen. Und sie klingen toll. Ich stehe nicht drauf, ewig lange an Reglern herumzutüfteln. Die Musik wird dadurch nur steril und leblos. Nach 2-3 Wochen fangen wir an, uns gegenseitig zu verarschen, um die Spannung zu lösen. Manchmal würden wir uns am liebsten gegenseitig umbringen. Die Anfänge von Skunk & Nancy und wie sie zur Politik stehen, das und mehr im zweiten Teil von Jam. '94. Das gilt dann als unsere wirkliche Geburtsstunde. Ace hat damals den Splash Club geführt. Das war ein verdammt angesagter Live-Club. Wir verstanden uns mit Ace sehr gut und nahmen ihn bei Skunk & Nancy auf. Ace war einer der Geschäftsführer des Splash Clubs, in dem viele Nachwuchsbands hier stetig eingaben. Oasis gaben hier zum Beispiel ihr allererstes Konzert in London. In einer Nacht schlossen Skin, Cass und Ace einen Pakt, der die drei zu einer großen Karriere zusammenschweißen sollte. Wir haben alle davor verschiedene Bands ausprobiert und all diese üblichen Bandquerelen mitgemacht, aber wir hatten die Schnauze voll davon. Wir wussten, dass diese Band das Richtige für uns ist. Wir waren gute Musiker, gute Leute, es musste einfach klappen. Wir hatten da aber noch einen Drummer, das heißt so eine Art Drummer, ein gewisser Robbie Friends. Er verließ uns. Sie haben ihn rausgeschmissen? Tja, so sind wir, ohne Herz. Er war halt ein Friseur, der immer seine Mähne herumschmeißen musste. Wir kennen keine Gnade. An Robbys Stelle kam ein Typ namens Joey. Auch er wurde bald ersetzt durch Mark Richardson, der zuvor bei Little Angels, einer hoffnungsvollen Nachwuchsband aus Nottingham, trommelte, die sich jedoch 1994 aufgelöst hatte. Ich hatte schon etwas von Skunk & Nancy gehört und deshalb schaute ich sie mir bei einem Gig in Nottingham an. Ich war fasziniert und wusste sofort, dass ich in diese Band muss. Eine Woche später bei den Kerrang Awards sprach ich Skin an. Ich sagte, hey, euer Drummer ist scheiße. Gib mir eine Chance. In dieser Vierergemeinschaft wurde schnell ein Feuer entfacht, das bei Musikern als Vibes bezeichnet wird. Skunk & Nancy lebt noch heute von einer unglaublichen Einheit der Musiker. So kompakt und reif klingen ihre Songs, dass ein Journalist begeistert schrieb, diese Band spielt enger zusammen, als bei Pamela Anderson eine Schwimmweste anlegt. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt, man kann es nicht anders erklären. Als wir zum ersten Mal alle zusammen im Studio saßen, sprudelten die Songs aus uns heraus. Es war Wahnsinn. Wir sprangen herum und fühlten uns, als könnten wir Bäume ausreißen. Wir wollten den Gig that week. Ja, wir wollten up and down und glass windows.
Und Skunk und Nancy machten das Beste aus ihrem gemeinsamen Talent. Was folgte, war eine Karriere im Schnelldurchlauf. Wir probten einen Tag zusammen, zwei Tage später nahmen wir unser erstes Demo auf und zwei Wochen später hatten wir unseren ersten gemeinsamen Auftritt. Alles ging wie im Flug. Wir wussten, was wir wollten und das war tausendmal besser sein als alle anderen. Schnell erspielte sich das Quartett in London einen Namen als heißer Underground-Act. Schon ihr dritter Gig überhaupt war ausverkauft. Der erste große Wurf gelang ihnen dann durch einen Auftritt in Radio One, der Jugendwelle der BBC. Ein Redakteur sah sie bei einem Konzert und lud Skin und Co. kurzerhand ins Studio ein. Das war ein Vorschlag von Radio One. Sie hatten so etwas wie eine Abendsession-Sendung. Sie fragten uns, ob wir dafür einen Song aufnehmen wollten. Dieser Song war Little Baby Swastika, bis heute die inoffizielle Skunk and Nancy-Hymne. Auch die erste Veröffentlichung des Quartetts. Sie bekamen so einen großen Zuspruch von den Hörern, dass sie eine limitierte Auflage davon pressen ließen und an die ersten 30 Hörer, die den Sender anschrieben, verschenkten. Der Run auf diese Aufnahmen war allerdings so groß, dass sie 1000 Stück auflegten. Ein E&R-Manager wurde dadurch auf uns aufmerksam und kam zu einem unserer Auftritte. Doch den Plattenvertrag, den gab er uns erst ein paar Monate später. Darling, du lässt die wichtigsten Details aus. Wir signten im August und zwar an Skins Geburtstag und deshalb ließen wir uns mächtig mit Champagner volllaufen. Plenty of champagne. Das erste Album erschien unter dem Titel Paranoid in Sunburn und war ein vor Kraft überschäumendes Debüt. Nicht einmal ein Jahr nach der offiziellen Bandgründung hatten Skunk and Nancy ihre erste internationale Veröffentlichung. Der Rest ist fast schon Legende. Mit Songs wie Weak konnten mehrere Hits ausgekoppelt werden. Paranoid in Sunburn verkaufte sich knapp 1 Million Mal. Wir legten unser ganzes bis zu diesem Zeitpunkt gelebtes Leben in Paranoid and Sunburned. Diese Platte musste perfekt sein. Das Album spiegelt genau die Verrücktheit, die Naivität wider, die damals in uns steckte. Dieses Album sind einfach die jungen Skunk and Nancy. It really is a record that sums up early Skunk and Nancy. That's exactly what we were like there and then. Jail. Hello, this is security. Hi. Making sure nobody comes up here that shouldn't. Hello, what's your name? Anne-Marie. Anne-Marie. She's doing a good job. Cool, quick. Oh. It's how shy she runs around the room and crouches down. Lee! Come on! Don't be silly! Who's that? Steve Jones. This is Steve Jones. Hi, this is Lee. This is our manager, Lee. Very, very good. Hello. Very cute as well, actually, isn't she? She's cute. Jam! Oh no! Here we go! Der
Urknall der Band erfolgte noch vor den ersten Charts-Erfolgen auf der Bühne, als Skunk & Nancy beim Reading Festival am 28. August um 13.30 Uhr die Bühne betraten, waren sie selbst auf der Insel noch Insider. In den folgenden 40 Minuten spielten sie jedoch das Restprogramm des Festivals in die Bedeutungslosigkeit. Kaum ein Medium in England, das in den folgenden Wochen nicht über die eigenwilligen Greenhorns berichtete. Wir sind eine Live-Band, daher kommt die Magie unserer Band. Das ist unsere Leidenschaft, alles andere ist ein notwendiges Übel. Skunk & Nancy sind allesamt hervorragende Musiker. Die Bühne ist ihr Element. Hier beweisen sie die Kraft und Intensität, die in ihnen steckt. Ich wollte immer nur vor Leuten auftreten, jede Nacht. Ich zerplatze, wenn ich die Bühne besteige. Ich habe Außerirdische in meinem Bauch. Und auf der Bühne werde ich sie los. Im Mittelpunkt des perfekten Sounds steht Skins außergewöhnliche Stimme. Mal schreit sie inbrünstig, dann wieder wispert sie zerbrechlich. Zwischen diesen Extremen schwankt unvorhersehbar das Organ der exzentrischen Frontfrau. Ich sang schon immer zu Hause vor mich hin. Ich war auch im Schulchor, aber ich stand immer in der letzten Reihe, weil ich nicht gut war. Ich habe meine Stimme lange nicht wahrgenommen. Ich musste erst überredet werden, bis ich in einer Band sang. Und langsam merkte ich, dass etwas Natürliches in meiner Stimme lag. Im September 1995 schickte ihre Plattenfirma Skunk & Nancy mit Therapy auf Europa-Tournee als Vorband. Skin und Co. spielten ihre irischen Kollegen förmlich an die Wand. Von da an machten sich Skunk & Nancy auch auf dem europäischen Kontinent einen Namen. Gleich im Anschluss supporteten sie Lenny Kravitz auf dessen Europa-Tour. Ein ähnlich großer Erfolg zeichnete sich ab. Wir gingen zum ersten Mal auf Europa-Tournee und wir haben wohl ziemlich viele Fans auf unsere Seite gerissen. Es war das erste Mal, dass die meisten Menschen uns sahen oder überhaupt von uns hörten. Die Zeiten als Support Act sind vorbei. Inzwischen waren sie selbst ein Jahr fast durchgehend auf Welttournee. Doch ein paar nette Erinnerungen an alte Zeiten bleiben. Am letzten Tag der Tour spielen sich die Bands untereinander traditionell Streiche. Wir waren 6 Wochen gemeinsam mit Lenny Kravitz unterwegs und hatten eine lustige Zeit. Wir überlegten uns schon, was wird Lenny wohl mit uns anstellen. Wir begannen zu spielen und schon beim ersten Song kamen Lenny und seine Band on stage. Sie stellten einen Tisch mitten auf die Bühne, setzten sich gemütlich hin, tranken Kaffee, rauchten Zigaretten und lasen Zeitung, während wir unser Set spielen mussten. Als dann Lenny spielte, plünderten wir seine Garderobe. Wir warfen uns in all seine Kostüme und Perücken. Er hatte eine unglaubliche Garderobe. Ich verkleidete mich als seine Drummerin Cindy. Wir sahen echt aus wie das Original. Und als sie Mr. Cab Driver spielten, stürmten wir die Bühne und Lenny wusste nicht mehr ein noch aus. Er stand da und sah auf einmal doppelt. Besonders als er mich sah, traute er seinen Augen nicht. Er dachte, er hat einen Zwillingsbruder bekommen. Yeah, then you are the I didn't do that.
Skunk and Nancy sind eine der erfolgreichsten Newcomer Englands. Ihr Debütalbum wurde auf der Insel mit Platin ausgezeichnet. In Deutschland stehen sie kurz davor. Als Best Newcomer Act bekamen sie letztes Jahr die Brit Awards, den Viva Komet. Überall auf der Welt werden sie ausgezeichnet und von Kritikern gefeiert. Das Schlimme am Erfolg ist, dass du ständig auf Partys gehen musst. Das macht dich echt fertig. Überall musst du mit den Leuten einen drauf machen. Furchtbar. Das Leben im Rock'n'Roll-Zirkus hat auch seinen Preis. Niemand in der Band außer Skin hat seine eigene Wohnung. Sie hausen in Hotels, wenn sie mal in London sind. Keine Zeit für ein eigenes Heim, noch für Freunde oder eine Beziehung. Du musst eine Menge Opfer bringen, wenn du diesen Weg gehst. Du verlierst dein Privatleben. Du bist nirgendwo lang genug, um menschliche Beziehungen aufzubauen, aber diesen Preis bezahle ich gern. Und es wird nicht ewig so gehen. Entweder du hast dieses Leben oder du liebst es. Die Band ist unser Leben. Wir haben keine Ferien, kein Zuhause. Na, kleine Übertreibung. Skunk and Nancy kennen keine Allüren und keine Arroganz. Skin geht immer noch vor jedem Konzert in die Halle und vergibt persönlich Autogramme. Und das, obwohl sie inzwischen schon fast hysterische Fans hat, die sie wie eine Ikone verehren. Skunk and Nancy sind durch und durch am Boden geblieben. Erfolg verändert dich. Wir haben uns auch verändert in den letzten 2 Jahren. Erfolg verändert, Geld verändert. Aber es bleibt ganz dir selbst überlassen, ob du dich zu einem Idioten veränderst, der sich 24 Stunden am Tag nur amüsieren will und kein ernstes Wort mehr aus sich rauskriegt und nichts anderes mehr ist als ein arroganter Wichser. Es bleibt dir selbst überlassen, ob du etwas aus dir machst. Wir sind Menschen, die am Boden geblieben sind, die sich ihre Gedanken machen und sowas wie Moral haben. Natürlich gehen wir auch gerne auf Partys, aber es kümmert uns trotzdem, was in der Welt los ist. Wir wollen unseren Einfluss, unser Geld und unsere Zeit auch für etwas anderes nutzen. Aber ich denke, die meisten Popstars verkommen zu totalen Hedonisten, weil sie mit Geld und Ruhm nicht klarkommen. Jam, love,
love? I love food, sex and sleep. Beautiful women, sunshine. Cocktails. And I love guitars. And I love effects pedals. Isn't that sad? Hate. Not getting sleep, not eating, and being sick. I thought you would have said and not getting sex. No. I wanted to change it slightly, being okay. Intellectual that I am. Hate. The reason why CDs are so expensive. They don't need to. CDs do not need to be so expensive. And I hate uncomfortable clothes. Yeah! Yes, it's fucking political! Skunk and Nancy kommen aus der von der Rezession gebeutelten britischen Arbeiterschicht. Ihre Eltern waren arme Immigranten und Lohnarbeiter. In ihren Texten sprechen sie über ihre Erfahrungen, über den Alltag, die Mühsal und den Hass. Und er richtet sich gegen die politische Rechte. Erzfeind ist die regierende Conservative Party und an deren Spitze Premierminister John Major. Ich finde, dass man die Folgen dieser 17 Jahre dauernden Regierung deutlich sehen kann. Da hat sich eine politische Monokultur eingeschlichen, die alles andere zerstört hat. Ein Beispiel. In Amerika begann das große Problem mit der Droge Crack schon vor 10 Jahren. Alles Unheil scheint sich ja von Amerika aus auf die Welt auszubreiten. Drogenhelfer kamen damals nach Europa, um Aufklärung und Prävention in England zu betreiben. Diese Leute wussten, dass dieses Problem ansonsten auch hierher kommen wird. Aber nach 2 Jahren harter Arbeit schickte sie die Regierung wieder heim. Die Begründung der Politiker, wir haben kein Crack-Problem in England. Das ist 10 Jahre her und heute haben wir das Problem, weil es keine Vorbeugung mehr gab. Das ist die Mentalität dieser Regierung. And their point was, no you haven't, but you're gonna get it. You know, 10 years later, now we have it. And because, you know, there was no prevention, you know, because that's the mentality of this government. Die Politiker kümmern sich nicht um die Menschen da draußen. Das Einzige, was sie interessiert, ist, wie sie möglichst lange in ihren Ämtern sitzen können. Sie wollen nur möglichst viel Besitz und Geld zusammenraffen, so viel, wie sie nur können. Weitere Opfer von Skunk and Nancys Wortattacken sind die Queen und die gesamte Royal Family. Ein Textzitat. Ich werde durch 500 Gewehre sterben, in dem Moment, in dem ich meine Knarre an die Schläfe der Queen halte, singt Skin in einem ihrer Songs. Direkte Worte für direkte Abneigung. Die Monarchie in diesem Land ist kurz davor, sich selbst auszurotten. Sie versuchen rüberzukommen, als wären sie die normalsten Leute von nebenan. Aber gleichzeitig wollen sie noch die Privilegien der Monarchen behalten. Doch beides geht nicht. And you can't have both. They're selling Jesus again. They're selling Jesus again. They want your soul and your money. And really, Ich habe keinerlei Respekt vor den Adligen. Sie sind die unmoralischsten Menschen dieses Landes. Alles, für das sie stehen, ist einfach falsch. Ihre Macht und ihr Wohlstand bauen auf dem Blut anderer Länder und Völker auf. Diese Menschen werden in diese Monarchie geboren und haben nichts dafür geleistet. Und dafür soll ich sie noch bewundern und lieben. Oh nein, diese Menschen haben mit mir nicht das Geringste zu tun. Skunk and Nancy wurden gerade in ihren Anfangszeiten als die britischen Rage Against the Machine bezeichnet und oft durch den Kakao gezogen. Eine schwarze Sängerin, Multikulti-Bandbesetzung, Texte gegen Rassismus und Zweiklassenpolitik. Das roch für einige Journalisten nach einer PR-Strategie ihrer Plattenfirma. Wir schreiben einfach nur, was wir erlebt haben. Wir kommen von der Straße. Das sind keine Fantasien oder dahergeredete Slogans.
or some kind of sloganistic way of approaching. A lot of our songs. Viele unserer Wörter sind zweischneidig. Wir versuchen, diese Themen sehr persönlich anzusprechen. Wir sagen nicht, Nazis sind schrecklich. Wir sagen, wer hat das kleine Hakenkreuz an die Wand gehängt? Das lässt dich nachdenken. Warum wird der Kopf des Babys an der Wand zertrümmert am Ende des Songs? Das ist effektiv. Das Politische ist aber nur ein Teil von uns. Deshalb sind wir auch keine verhärmten Politologen, die keinen Spaß verstehen. Es heißt auch nicht, dass wir nicht glamourös aussehen und kein Geld verdienen wollen. Wir sind keine politische Band, wir haben nur einen politischen Touch, aber deshalb sind wir noch lange keine Rage Against the Machine. Skin, die Frontfrau und das aktuelle Video von Skunk & Nancy im dritten Teil von Jam. Kaum eine Frau in der Musikwelt bezieht eine ähnlich extreme Position wie Skin. Sie ist schwarz, bekennt sich zur politischen Linken und outet sich zu guter Letzt noch als bisexuell. Wenn sie in der richtigen Stimmung ist, bezeichnet sie sich auch als Lesbe. Ich bin schon in meinen Texten so offen und persönlich, dass es eigentlich jeder wissen müsste. Ich könnte auch niemandem etwas vorgaukeln. Ich bin nun mal bisexuell. Ich bin nicht total lesbisch und nicht völlig hetero. Warum sollte ich das verleugnen? It takes flattened gas to be this cool. But I'm still... Aber das erste Mal, als es rauskam, war bei einem Interview. Ich berichtigte den Journalisten und sagte ihm aus freien Stücken, dass ich bisexuell bin. Und dann rollte eine Lawine los, als ob ich der erste bisexuelle Mensch auf der Welt wäre. Bisexual person ever to grace the planet. I hope you're feeling happy now. I hope you feel no pain, it only seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You still play the same rules now. Or are those special moves to someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't make you right. Oh no. There's lots of famous people in the world. Es gibt viele berühmte Menschen auf der Welt, die bi, schwul oder lesbisch sind. Sie bekennen sich nicht, weil sie die Reaktionen der Öffentlichkeit fürchten. Aber ich habe vor nichts Angst auf der Welt. Was die Leute auch immer über mich schreiben und erzählen oder ob sie meine Platten kaufen, das alles interessiert mich einen Scheißdreck. Wenn jemand meine Platte nicht kauft, weil ich bi bin, dann fick dich. Ich verstelle mich nicht und schon gar nicht werde ich lügen. Ich bin, wer ich bin und das werde ich für niemanden ändern. I can't change lots of things about myself and I'm not going to lie about myself. I'm not going to pretend to be something else because the record sales would be better. Ha ha ha!
good old bog standard 50mm lens, which is pretty cool, good lens. And then I got this other one here, which is kind of a little bit redundant because it's a, what the fuck is it? Oh yeah, it's a 35-70, so it's, you know, it's a zoom, but you know, I don't really use it that much because I've kind of covered that area. Fantastic. See, that's all you need. Das erste Mal. Die erste Platte. Iron Maiden, Number of the Beast. Eddie Kendricks, Keep on Trucking. Nina Simone, My Baby Still Cares for Me. Billy, Don't Be a Hero by Paper Lace. Oh, oh my God, that one, isn't it? Die erste Droge. I think the most ever turned me on was the first gig I ever went to, which was just made me wanted to be a rock god, which was Motorhead when I was about 12. We took some space skate at this drummer's house that we knew, and we're both really completely off our face. It was a horrible experience, and we didn't know where we were, and we've never had any since. The first time I actually shapeshifted, it was after Thai sticks. I smoked Thai sticks and I was sitting in a sofa and I actually sunk into the sofa and joined the sofa and I couldn't move. My drums are probably my drug. Bullshit! Try again, Mark. I think you could do better. I think sex is my drug. Der erste Sex. My first time was in a graveyard with a woman I had never met before. Dead. What's changed? No, I don't want to ask. You don't have to, darling. Go on then, nice. In an old deserted manor house in Oxford. With a mad woman. Surprise, surprise. So what's changed? She went mad on me. She went mad, yeah. many skeletons in my closet. My first kinky sex, I should say, really, actually. That's what, my favourite one. Was too way back, was it? The other one was... No, actually, to be quite honest, the first sex was with a girl who was here, actually, in Sheffield. Amazingly enough. So I've revisited my roots today on this tour. So it was a girl at college I went out with. Oktober 96 drehten Skunk und Nancy ihren bisher aufwendigsten Clip zur aktuellen Single Twisted. Und dabei ging es bis ans andere Ende der Welt, weit entfernt von jeder Zivilisation, in die Wüste. Wir tourten durch Australien mit den Sex Pistols. Das war die einzige Zeit, in der wir das Video schießen konnten. Wir flogen nach Südaustralien zum Lake Gardiner. Das ist ein riesiger ausgetrockneter Salzsee. Wenn du darauf stehst, meinst du, du wärst im Schnee, denn alles um dich ist weiß. Nur die Temperatur ist etwas höher. Es war eine ziemlich bizarre Erfahrung. Toll, diese Umgebung war so naturbelassen und einsam. Very alien landscape almost, you know. Excuse me, sir, have you seen McDonald's? McDonald's, yeah. Help. I feel a bit peckish. Camera right. It's yeah. Over there. Can you see the M's? Oh, 160 kilometres, isn't it? Yes, that's right. Well, thanks, you walk mate. Up. All right. See you later, pal. All right. No, I'm all right, thanks. See? Oh, no, I'm fine. Yeah. Wir übernachteten in der Hütte eines Schafhirten. Überall waren Käfer und Fliegen. Ich wollte duschen, doch da lagen ungefähr 500 tote Käfer im Abguss. And there was about 500 dead bugs in the sink. I'm absolutely freezing and they're gonna cook up some boiled up potatoes, which is supposed to be our food. It's gonna take about 2 hours to cook.
which means we're going to get 3 hours sleep before we have to get our plane at 5:30 in the morning. But we're not complaining. We absolutely love making videos. Don't be boys. We love it. Skin, there's a bug. There's a bug on your bed. You get used to gritty sheets. Du gewöhnst dich an verfilzte Bettdecken und Kakerlaken, die an dir hochklettern, während du duscht. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Wir arbeiteten mit einem Regisseur namens Anthony B.B. und seinem Bruder Dion, dem Kameramann. Ich glaube, es ist ein tolles Video geworden. Wenige Rockbands haben einen ähnlichen coolen Look wie Skunk und Nancy. Sie legen großen Wert darauf, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Sie selbst entscheiden über die Scripts ihrer Videos, wen die Regisseure ausmachen, Vorschläge für Plattencover und PR-Fotos. Videos und der ganze Rest gehören mit zu unserer Kunst. Wenn dir das keinen Spaß macht, wenn du nicht die Kontrolle über dein Gesamtwerk haben willst, dann wirst du die Nachteile zu spüren bekommen. Denn all die Dinge drumherum sind sehr wichtig und auch hier musst du viel Liebe hineinsetzen. Es wäre ziemlich naiv zu denken, dass man nur mit der Musik durchkommt. Natürlich muss man sich bewusst sein, warum man in einer Band ist und sich die Integrität als Musiker behalten. Aber das Ganze ist ein Geschäft und die Künstler sind das Produkt. Seit 2,5 Jahren bestehen Skunk und Nancy. 2 Alben, 2 Europatourneen, zig Festivals und mehrere Auszeichnungen. Eine beispiellose Rockkarriere. In Kürze kann man sich wieder in Deutschland von ihren Qualitäten überzeugen, denn dann startet ihre Deutschlandtour. Skunk und Nancy ist wohl einer der radikalsten Neuzugänge im Musikbiss. Niemand dachte, dass wir so schnell erfolgreich und berühmt sein würden. Ich glaube, wir sind sehr ehrgeizig und wir können etwas verändern. Die Leute sehen uns überall und das bewirkt vieles. Ich denke, wir können viele positive Veränderungen in Gang setzen. Wir haben bewiesen, dass nicht alles beim Alten bleiben muss, weder in der Musik noch sonst wo. Wir haben gezeigt, dass du als Schwarzer nicht unbedingt Soul spielen musst und als Weißer nicht Rock'n'Roll. Die Türen sind offen, die Grenzen heruntergerissen. You can do whatever you want, you know, the doors are open and the barriers are broken down. Skunk und Nancy sind ehrgeizig, sie arbeiten hart an ihrer Musik, ihrem Image, ihrem Fortschritt. Das Erfolgsbarometer steigt weiter. Über ihre Zukunft machen sie sich keine Sorgen. Bisher sind wir noch an keine Grenzen gestoßen. Bis auf eine Flasche Wodka. Die Grenzen liegen noch in weiter Ferne. Irgendwann werden wir sie erreichen, aber nicht vor dem Jahr 2050.